Hallo und herzlich willkommen bei VG-Mag. Heute haben wir wieder eine neue Serie, was heißt neue Serie? Wir haben heute wieder den zweiten Freitag von dem Info-Freitagen der Treyarchs. Und ich bin diesmal nicht alleine, sondern auch der Buddy ist Gott sei Dank mit dabei. Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Nee, aber das heißt nicht so einfach. Ich kenne das eigentlich nicht. So, auch von mir herzlich willkommen. Wir sind mit dem neuesten Stream-Video dran. Wir haben gerade eben vor einer Sekunde den Stream zu Ende angeschaut, haben uns noch mal ein bisschen hier die Sachen durch den Kopf gehen lassen, haben uns überlegt, was kam Neues dran. Viel ist es nicht, aber das etwas wenige, was wir hier für euch rausgefunden haben, werden wir euch auf jeden Fall präsentieren. Und wir fangen auch direkt an mit den Bonis, die sie erklärt haben. Wenn ihr ältere Spiele, sei es Advanced Warfare, Ghost oder Black Ops 2 gespielt habt und dort Level 10, Level 31 oder sogar Prestige habt, gibt es verschiedene Bonis. Und ich sag mal, Toni, willst du uns die Bonis kurz aufzählen? Ja, gerne. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Bonis. Wir fangen an mit Level 10. Sprich, wenn ihr Level 10 oder beziehungsweise Level 11 müsst ihr dann schon sein, geschafft habt in einem dieser drei Spiele, dann bekommt ihr eine besondere Karte sozusagen. Die steht auch schon fest. Die werden wir euch dann ja auch gleich zeigen oder einblenden. Ab Level 31 beziehungsweise 32 gibt es dann verschiedene Fadenkreuze, die man dann auswählen kann. Und wie gesagt, wenn dann einmal Prestiged wurde in einer dieser drei Spiele, dann gibt es halt auch noch eine spezielle Waffentarnung. Und das ist auf jeden Fall die Bonis für halt alle die drei Spiele, die man dann mal angetestet hat oder gespielt hat. Ich finde, das war eigentlich so keine Ankündigung wert. So. Die haben es öfters schon sowas gemacht und genau. Dass sie das jetzt extra nochmal in so einem Friday-Stream erwähnen, war ein bisschen überflüssig, finde ich. Ich habe auch ein bisschen mehr jetzt erhofft vom Stream selber, also von dass einfach mehr Infos rauskommen. Aber wie gesagt, wir werden euch jetzt mal alles präsentieren, was so vorgestellt wurde. Genau, und der Hauptmerkmal, also dieser Hauptpunkt dieses Streams war der neue Modus Freerun. Ich erzähle euch kurz was dazu. Es ist ein Solo-Parcours-Run, ihr spielt alleine auf einer Map, die ist dann halt, ihr seht sie auch hier gerade im Video, da läuft ihr einfach den Weg entlang, muss Parcours machen, müsst verschiedene Hindernisse meistern und dort ist der Sinn, dass ihr dort Bestzeiten aufstellt. Dann habt ihr eine Bestzeit, habt ihr 1 Minute 21 für einen Kurs gebraucht, dann schickt ihr das eurem Freund oder Freundin oder irgendjemanden und da sagt, wow, ich habe 1,19, dann sagst du, okay, ich mache jetzt 1,18. Einfach so ein bisschen Wettkampf. Und das soll auch wie üblich von leicht auf schwer gehen. Du fängst mit einer leichten Level an, sogar die erste Level ist ein Tutorial, wie das alles funktioniert. Und dann wird es immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Und irgendwann sollst du dann angeblich besser werden, sagen die. Ich weiß nicht, Toni, meinst du, weil du ein toller Parkour-Künstler bist, wirst du besser im Multiplayer? Oh, das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen, weil das Problem ist ja, du hast ja im Parcours eigentlich Hindernisse, auf die du dich einstellen kannst und im Multiplayer hast du jedes Mal andere Situationen. Das heißt, ich sag mal, angenommen, du kennst ja die Karte irgendwann vielleicht in dem Multiplayer, keine Ahnung, Evac, weil wir die Karte jetzt ja kennen aus dem Beta noch, du kennst ja die ganzen Ecken, Karten und Wände und das ist doch immer situationsbedingt. Wenn du dann auf einmal Gegner davor hast, dann verhältst du dich doch ganz anders in diesem Moment, als wie wenn da jetzt kein Gegner wäre. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke mal, man wird besser in diesem Parcours, also vielleicht darauf gesehen, weil man ja weiß jetzt, okay, da kommt jetzt die Wand links und dann muss man jetzt vielleicht sliden. Also das könnte ich mir schon vorstellen, aber aufs Multiplayer bezogen kann ich mir schwer vorstellen. Ja, und vor allem, ich sag mal so, das hat was von so Trockenübungen. Du machst so Trockenübungen und dann wirst du so ins kalte Wasser geworfen im Multiplayer. Ja. Und ich weiß nicht, inwiefern in manchen Maps es schwierig sein wird, irgendwie auf ein bestimmtes Dach zu kommen oder so. Vielleicht musst du dann dort die beste Parcours-Level gemeistert haben, damit du da ganz oben auf dem Dach bist und dann direkt weggesniped wirst oder so, wer weiß. Ja, ich denke mal, das kann man dann, ich sag mal, dann wird man vielleicht eher besser im Multiplayer, weil dieser Parcours hat ja eigentlich nichts mit diesen Multiplayer-Karten zu tun, sondern es ist ja eigentlich ein Parcours in dem Sinne. Also Multiplayer. Ein eigenständiger Modus. Genau. Ich finde auch, der hat Multiplayer-mäßig nichts zu suchen. Also überhaupt nicht. Deswegen, ich sag mal, Multiplayer bist du bestimmt besser, wenn du die Karte privat selber so zockst, ohne dass du Gegner hast, etc. Und du zockst einfach ganz normal die Karte für dich, läufst da armselig, mutterselig, wie sagt man da? Mutterseelen allein willst du? Mutterseelen allein, genau, auf die Karte rum. Dann kannst du dich ja so ein bisschen besser darauf einstellen, als wie jetzt auf so einem Parcours, der überhaupt nichts mit dieser Karte zu tun hat. Also ich glaube es nicht, dass man da besser wird. Für den Parcours selber bestimmt. Aber um besser zu werden im Multiplayer, muss man halt einfach Multiplayer zocken, um da besser zu werden. Genau, weil was ich noch sagen wollte, ist, im Multiplayer ist nicht gerade das Parcours das Wichtige, sondern dein Aim und deine Wahrnehmung, wie du die Gegner wahrnimmst, wenn du weißt, der Spawn ist geflippt. Das sind so Sachen, die bei Call of Duty immer hohe Prioritäten haben. Auf jeden Fall. Movement ist natürlich auch wichtig, aber ich würde Movement in der Prioritätenliste nicht so weit hochsetzen. Spielverständnis ist halt ganz, ganz wichtig hier. Genau. Und leider wurde das nicht beantwortet, weil als ich das gesehen habe, dass die Level sah ja ziemlich simpel aus, die sie gezeigt haben bei Freerun, ob man eigene Level machen kann. Ich kann mir irgendwann vorstellen, die werden es vielleicht, aber auch vielleicht auch nicht einbauen. Weil dieses Freerun hat mich erinnert an
die Surf-Levels von Counter-Strike, also Global Offensive. Wer das kennt, weiß, dass es dort auch so welche Levels gibt. Das hat auch ein bisschen was von Parkour, natürlich jetzt nicht so wie bei Black Ops, aber dieser Modus hat mich sehr, sehr stark an diesen Surf-Modus von CSGO erinnert. Und dort kann man ja seine eigenen Levels bauen. Also Call of Duty, ihr müsst da auf jeden Fall was bieten, zumindest den Leuten erlauben, dass sie auch, so wie bei anderen Spielen, auch immer ein bisschen selber Kreativität zeigen können. Und dann könnte ich es mir richtig gut vorstellen. Wenn einer so eine Level macht, überleg mal, Toni, einer macht ein Level, sagt, ey, zock mal meine Level. Und dann zockst du sie und dann siehst du das, dann kann man es sich wieder vorstellen. Ja. Aber wie gesagt, ich würde Freerun in seine eigene Sparte legen, also in seine eigene. Ja, ich denke mal, das ist so ein Party-Modus oder irgendwas. Wenn man halt gesagt keinen Bock hat, vielleicht auf Multiplayer, sondern einfach nur mal so ein bisschen ja, die Zeit vertreiben. Wir schließen mal das Kapitel Freerun. Okay. Willst du noch was dazu sagen? Nein, definitiv nicht. Nee, ne, also ich möchte auch nicht alles ein bisschen mehr erfahren, was jetzt so im Hauptspiel sein wird. Kannst du uns was dazu noch sagen? Insgesamt wird es dann wohl 11 Modis erstmal geben, die bekannt sind. Und ja, ab und zu, wie gesagt, Geleitschutz kennen wir ja schon. Also Geleitschutz hatten wir in der Beta schon gespielt. Genauso. Ich denke mal ja auch Deathmatch und Herrschaft werden wieder damit vorkommen oder so, weil auch die waren ja in der Beta mit dabei. Und ja, ich weiß nicht, möchtest du noch ein bisschen was sagen? Ja, auf jeden Fall, du hast ja das Gun-Game schon gesagt, da wird sich der Olli richtig freuen. Ja. Zumindest jetzt hat er ein Grinsen im Gesicht, wenn er das hört. Ein Gun-Game wird es geben. Ob es dann Stick and Stone oder One in the Chamber, irgendwie ein Schuss, glaube ich, heißt das. Ob das geben wird, weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, weil Gun-Game als eigener, einziger Party-Modus neben den Custom-Games ist ein bisschen wenig, oder? Ja, ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht wird das Rerun auch mit reingepackt, aber mal schauen. Ja. Gut, dann gab es ein paar Fragen von den Fans. Eine der Fragen war halt das mit dem Gun Game, was wir euch jetzt schon beantwortet haben. Eine andere Frage war, wie schwer wird realistisch sein? Realistisch ist ein neuer Schwierigkeitsmodus bei der Kampagne. Und ja, er hat gesagt, der Typ hier, ich weiß gar nicht, wie hieß er. Ich glaube, Mark noch was. Also Mark Limbo oder so. Auf jeden Fall, es soll schwer sein und wir werden sterben, sagt er. Ja, sagte er, genau. Also irgendwo hat es auch schon mal geheißen, irgendwie, dass man durch eine Kugel schon wirklich ordentlich Schaden nimmt und auch, glaube ich, man sich so schnell wieder regeneriert von daher. Also ich glaube, eine Kugel könnte auch schon sozusagen der Tod bedeuten, dass man dieses... Vielleicht können wir diesmal auch selber Headshots nicht mehr wegstecken, ne? Wenn der Gegner Headshots... Ja, also an sich ist es ja... Ich finde es ja teilweise ganz cool. Also mich hat schon früher immer so gereizt, auch Veteran zu zocken. Ich glaube, Veteran war immer so das Schwierigste damals. Und das fand ich schon immer geil, weil ich war früher so ein Trophy-Hunter und ich hab's immer gehasst, wenn ich dann dreimal das Spiel durchspielen musste, weil ich dann erstmal von... Weil du am Anfang Söldner gespielt hast. Ja, ja, und dann denkst du, boah, war doch viel zu einfach und dann fängst du das Ganze wieder von vorne an und nee. Ich habe immer Veteran gezockt, ich würde auch mit euch auf jeden Fall dann später hier, wie heißt das nochmal? Realistisch zocken. Da muss man sich jetzt erstmal gewöhnen, dass es noch was Neues gibt jetzt gerade. Genau, das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Das war dann halt die Frage und dann meinte er, die Stories von BO1 und BO2 haben nichts mit der Story von Black Ops 3 zu tun, aber die Erzählweise soll sehr ähnlich, also soll an sich genauso sein wie einer dieser Black Ops Titel. Aber an sich findet man wohl ab und zu mal ein paar kleine Informationen zu den älteren Titeln, so eine kleine Verbindung, aber diese Verbindungen sind sehr schwach und haben an sich für die Leute, die BO1 oder 2 nicht gezockt haben, also gar keine Relevanz. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, und dann haben wir herausgefunden, der Modus Arena. Arena ist einfach so gesehen das, was wir aus Advanced Warfare, dieses Ranked-Spiel kennen. Alles ist freigeschaltet, du hast alle Waffen, egal was für Prestige oder Level du bist. Und du trittst 4 gegen 4 in welchen bestimmten Spielmodis an und levelst dich halt. Ne? Genau, das hast du ja auch schon mal gemacht. Oder? Ja, bin ich sogar eigentlich auch noch dabei, weil so das bei Advanced Warfare noch das Einzige, was gerade ist, was Spaß macht. Genau. Und das Letzte ist, was uns alle vielleicht sehr interessiert, also es hat mich sehr stark interessiert. Ja, mich auch. Mit den Lobbys. Wir kennen ja, es gibt so Reverse-Accounts, irgendwie Accounts, wo man dann halt gegen schwächere Gegner trifft oder gegen nicht so erfahrene Gegner. Ja. Und jetzt gibt es, also deren wurde hier jetzt erwähnt, wie die das bei Black Ops 3 machen. Lobbys werden, also die Lobby, bevor das Spiel anfängt, werden ganz normal über die Internet-Connection aufgebaut. Sprich, kann man es eigentlich fast sagen wir mal, man wird nur mit den besten Leuten, mit denen man eine Connection hat, aufgebaut. Und dann, bevor das Spiel losgeht, werden ja dann die Teams ausgelost, wer wo spielt. Da soll dann das Skill ins Spiel kommen. Das so gesehen, die guten Spieler sollen auf jeden Fall gegeneinander spielen und nicht alle guten Spieler in ein Team. Toni, jetzt ist die Frage, was, wenn du mit 6 guten Spielern in einem Team bist? Ja gut, dann ist ja ganz klar, dass du trotzdem mit denen auf jeden Fall in einer Gruppe bist. Aber ich weiß auch nicht, ob der Nut-Typ dann später wieder irgendwas spielt, also eine wichtige Rolle spielt. Ich denke mal fürs Lobby finden oder so an sich schon, aber ich weiß nicht, ob das dann halt auch später was damit zu tun hat oder so, dass das nach zusammengeführt wird.
Mal schauen. Also wir lassen uns da überraschen. Auch wie gesagt, die haben ja da einfach die Erfahrung mittlerweile auch. Die sollen da mal was ordentlich auf die Beine stellen. Ja gut, das war's dann schon. Der Stream hat erstmal, wie viel, 20 Minuten zu spät angefangen, ja, oder 30? Pünktlichkeit ist nicht deren Stärke. Ja, und dann kam einfach so wenig Info bei rum. Ja. Nächste Woche wird was über Zombies erzählt, aber ich denke mal, das zeigen wir euch dann auch. Auf jeden Fall. Und das war erst dann von meiner Seite. Ich sag an dieser Stelle tschüss und der Toni hat noch über euch was zu erzählen. Ja, wir hören uns im nächsten Video. Ciao. Also ich habe rausgefunden, dass es auf jeden Fall für alle Leute ist, die jetzt die Beta gezockt haben von Black Ops 3. Da gibt es ab heute im PlayStation Store ein Wallpaper, ein Design, das man sich runterladen kann, kostenlos. Ich glaube, das ist die Zombie-Karte. Ich weiß jetzt nicht, wie die Karte hieß oder so, aber das ist die Hauptkarte sozusagen. Und die könnt ihr euch auf jeden Fall frei downloaden auf PlayStation. Und habt auf jeden Fall Spaß. Und ja, so lange dauert es ja nicht mehr. Wir hören uns auf jeden Fall spätestens nächste Woche zum nächsten Black Ops 3 Friday. Haut rein, ciao.